Also von dir du weggegangen bist, blutet mir ein bisschen das Herz. Mir tatsächlich auch. Also bis heute tatsächlich, und ich glaube, ich werde mich auch noch in 5 Jahren zum Teil auch darüber ärgern, dass ich von YouTube weggehen musste. Ne? Von wollen ist ja nicht die Rede. Ich wollte ja niemals weggehen, aber ich musste weggehen von YouTube. Einfach das mit dem Algorithmus, das ist halt einfach. Ich merke es ja immer noch. Ne? Der eine oder andere weiß es ja, ich fühle jetzt seit ein paar, also schon ein bisschen länger, aber seit ein paar Monaten eher aktiver auch einen privaten YouTube-Kanal, also was auch mit Gaming zu tun hat, aber komplett in einem anderen Bereich. Und ich merke, wie da der Algorithmus bei dem neuen YouTube-Kanal läuft und wie das funktioniert. Und ich sehe auch parallel aber, wie der Kanal Ragosch von den Analytics und von den Auswertungen her läuft. Und das sind komplett andere Welten. Und ich weiß nicht, warum YouTube mein Kanal damals, was da passiert ist, aber ich wurde damals komplett aus dem Algorithmus von YouTube rausgeworfen. Von heute auf morgen. Ich bin immer wieder am Schwanken, okay, komm, haust du wieder die Streams trotzdem auf YouTube irgendwie hoch, dass man es nachträglich anschauen kann. Oder wie machst du da, 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 da. Aber ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Aber ich muss sagen, mittlerweile, Twitch ist bei weitem nicht perfekt. Bei weitem nicht. Und Twitch wird leider gegenüber dem Streamer auch immer unfreundlicher. In vielen Faktoren. Und schränkt den Streamer in vielen, vielen Thematiken ein. Und die Bezahlung ist auch echt scheiße auf Twitch. Muss man einfach so sagen, egal ob man ein kleiner Streamer ist oder großer Streamer ist. Die Bezahlung auf YouTube war wirklich um Welten besser gewesen, nur auf Twitch ist sie wirklich extrem scheiße. Aber wenn es hier so um das Stream selber geht und um die Communities etc., ist Twitch viel besser als YouTube. Also der Chat, die Communities sind auf Twitch viel, 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 viel besser. Schwer zu erklären, wie erklärt man das am besten? Auf YouTube hast du viel, viel Murks im Chat. Und das hast du auf Twitch irgendwie komischerweise nicht. Also klar hast du auch Einzelfälle, ne? Passiert immer wieder. Hast du überall. Aber es ist weniger hier. Ja, genau, Jens, Mann. Familiärer, ja. Familiärer, das spricht es auf jeden Fall aus, ja. Ist es ja auch. Die Streamer können auf Twitch mehr miteinander interagieren und sich gegenseitig supporten und unterstützen. Aber auf YouTube hast du es halt absolut gar nicht gegeben. Ja, man darf halt auch nicht vergessen, Twitch ist halt an sich eine reine Streaming-Plattform und YouTube ist halt an sich eigentlich eine reine Videoplattform. Jo. Ah, weiter würde ich sagen. Hot Springs plus 750 Vertrauen. Ich erinnere mich. Ziel, ich muss meine Vergangenheit bewältigen. Oh, zack, es ist dunkel geworden. Boozer, noch ein Nero-Hubschrauber. Frag mich, was die hier wollen. Fahre zur Position. Deke, hast du dein Funkgerät an? Oh, ich hatte ein bisschen Zeit. Ich hab was für dich. Mann, Boozer, das ist der Wahnsinn. Ja, ich brauche echt was. Dicken Ende.
schauen wir mal. Bin ich denn jetzt hier durchgekommen? Ich bin irgendwie so ein Zelt. Ah, hier. Ah, ich hätte auch einfach die Abkürzung nehmen können. Upsi. Alzheimer. Ach, das sind bloß Tücher. So. Moped ist aufgeladen. Passt. So. Brumm, brumm. Brumm, brumm. Ich brumm dich heute um. Au. Ich finde die Soundkulisse auch sehr gut im Spiel. Die schon echt sehr gut gemacht. Diese Radio-Fuzzi geht mir so ein bisschen auf den Sack. Erinnert mich auch an Fallout 4. Und den ganzen Radio-Scheiß. Ja, hab ich schon gemacht, Satan. Hab ich gerade gemacht. Das ist ja das, was ich auch meinte mit dass ich das gerade vergessen habe. Wir haben das ja schon gemacht. Das Auto haben wir schon weggeschoben. Ich habe bloß vergessen, dass wir das Auto weggeschoben haben, dass wir durchlaufen können. Das habe ich leider vergessen. Tja, mit einer Sache hattest du recht, Cope. All diese Nero-Flüchtlingslager, die haben sich als Todeslager herausgestellt, aber nicht so, wie du dachtest. Oh nee. Oh. Ich wollte es gerade sagen. Ja, wie fühlt sich das an, verdammter Scharfschütze? Penner. Ja, auf den Schnee bin ich tatsächlich auch sehr gespannt. Also, was wenn denn so ein Thema tatsächlich um so, ja, blöp. Wenn es um das Thema Wetter geht, muss ich persönlich sagen, also ich hasse ja an sich ich hasse tatsächlich in jedem Videospiel ein Schneegebiet. Ich hasse es einfach. Ich mag keinen Schnee. Wo ich aber sagen muss, was bis jetzt am besten ist, wo es am besten wirklich hingekriegt haben, war Red Dead Redemption 2. Also da war die Wetteratmosphäre. Liegt der oben? Ja, der liegt wahrscheinlich da oben. Also Red Dead Redemption 2. Also ist in dem Spiel auch echt super. Ich freue mich echt auch auf den Schnee tatsächlich. Red Dead Redemption 2 war. Das war echt. Selten sowas Gutes gesehen. Oder bis dahin noch nie was sowas gesehen. Ich kann mich auch gut dran erinnern, Red Dead Redemption 2
war damals, und ich habe davor schon einige Jahre auch gestreamt gehabt, war das erste Spiel gewesen, wo ich, glaube ich, weit mehr als über 10 Stunden gestreamt hatte. Am Stück, weil ich so in der Sucht war. Und Red Dead Redemption 2 ist irgendwie auch so, für mich zumindest so ein Spiel, das kannst du immer wieder mal spielen. Und auch einfach von vorne einfach nochmal spielen. Und das immer und immer wieder. Weil du einfach so viele unterschiedliche Möglichkeiten hast, wie du das Spiel spielst. Auch mit diesem Karma-System ist dann einfach super. Okay, wir haben hier 5 Nester. In dem Gebiet. Und wir haben ja auch gleich eine Tanke, das ist super. 1, 2, 3, 4. 4 Nester, aber es sind noch 5 gewesen. Okay, wir haben hier irgendwo 2 Leichen. Hat's dich gut, okay, krass. Also ich muss sagen, bei Red Dead Redemption 2, ich fand den Anfang sehr ziehend und sehr, sehr zäh tatsächlich. Ich fand, haben sie einfach so ein bisschen in die Länge gezogen. Weil ging es ja lang. Aber sobald du aus diesem Schneegebiet raus warst, war schon echt geil gewesen. Aber der Anfang fand ich auch, also fand ich persönlich sehr, sehr ziehend. Schätze, ich komme später wieder und räuche dann die anderen Nester aus. Okay, das wird wahrscheinlich oben sein. Okay, verschlossen. Auch verriegelt. Aha. Oh, toll. Jetzt habe ich gedacht, geil, wir können in den Raum reinspringen. Ja, toll. Nix war's. Ah, hier ist es. Die Denkmäler habe ich bis jetzt mal so ein bisschen ignoriert. Du Verweise. Ah, warte mal, aber hier kommt man rein. Warte mal, kann ich hier... Idee. Ich habe eine Idee, wie wir vielleicht rüberkommen. Ich bin mir aber noch gerade noch unsicher, ob das funktioniert. Ja, okay, schade. Vielleicht kann man da irgendwie rüberspringen. War es aber nicht so ganz das gewesen. Komme ich vielleicht da irgendwie hoch?
Warte mal. Da kann ich bloß rüberspringen. Wie soll ich denn da in die Räume rüberkommen? Springen kann man ja nicht. Nee. Nee. Ist man von oben irgendwie aufs Dach gekommen? Ich weiß, ich sollte mich nicht so lange hier aufhalten, aber mich würde es gerade schon ein bisschen interessieren. Da haben wir nichts. Keinen weiteren Weg. Nee, komm, dann. Dann lasse ich es sein. Oh, warte mal, Sprit. Ich hab noch 71% drin, aber egal. Das sollte reichen. So, dann fangen wir mal an, hier ein paar Nester zu beseitigen. So, ich nämlich hatte es eine Gewohnheit, weil da ja auch auf der Karte war ja hier so zwei Leichensymbole gewesen. Vielleicht kann man die ja looten. Deswegen hat mich das so ein bisschen irritiert. Okay, ich sehe hier schon mal das erste Nest. Molotow. Haben wir drei Stück, sehr schön. Kann's riechen. Es muss in der Nähe sein. Noch ein Nest. Dann mal los. Ich bin echt gespannt, wann es Geruch Gaming geben wird. Aua. Na komm. So. Als wenn schon langsam jetzt mehr aus den Nestern. Bei 3, 4. Ja, hier ist nichts drinnen. Können wir eigentlich jetzt schon mal kurz hören, aber eigentlich können wir dann mit dem Motorrad zumindest mal rüberfahren über die Brücke. Dann braucht man später nicht so weit zurücklaufen. Oh, Schießpulver, nice. Alter, war das gerade knapp gewesen.
Ich habe gerade schon gehört, alles klar. Ist vorbei. Wo ist das scheiß Nest? Es ist hier irgendwo. Na, da ist noch eins. Zeit für ein Feuerchen. Wo denn? Ich sehe es hier gerade nicht. Ach, da oben? War, dann können wir doch bestimmt. Dann können wir doch bestimmt hier. Ah, hat funktioniert. Au. So, warte mal, dann haben wir schon mal einen zweiten. Okay, dann laufen wir mal ganz kurz in die Richtung hier auch nach oben. Polizeiauto, haben wir irgendwo einen in der Nähe, dass wir wieder ein bisschen Munition bekommen? Weil dann grase ich noch schnell die anderen Nester ab. Wenn man gerade schon eh schon mal dabei ist. Ein Nest. Puh, müsste gleich um die Ecke sein. Ah, guck mal, wir haben jetzt da neuesten auch Splittergranaten drin. Gar nicht mitbekommen. Abfackeln. Oh, oh. So. Ist der auch schon mal down, denn das... Das müsste hier oben noch sein, ne? So, aber ich hau Molotov rein und dann hau ich gleich mal ab. Und tschüss. Aha. Aha. Das waren nicht alle gewesen. Ich glaube, einen müssen wir noch, oder? Es waren noch fünf gewesen. Ja, fünf. Wollen wir fünf Nester. But wo ist the last one?
Ach, Leute, alles gut. Alles gut. Wenn es mich zu sehr nerven würde. Oder, ist, ja. Wie auch immer, dann würde ich schon was sagen. Alles gut. Mehr Konzentration nutzen. Ja, stimmt, das auch recht, da. Ja.